Erinnert sich jemand noch an die alten Mickey Mouse Serien aus den 30er Jahren? Vor kurzem wurde eine DVD mit allen alten Folgen veröffentlicht. Nun, ich habe gehört, dass es eine unveröffentlichte Episode gibt, die selbst den eingefleischtesten Fans vorenthalten wurde. Den Quellen entsprechend ist das gar nichts Spektakuläres. Es ist einfach nur eine simple Wiederholung für 2 bis 3 Minuten, an dem Mickey an 6 Gebäuden vorbeiläuft, bevor es in Schwarz ausblendet. Allerdings wurde diesmal keine niedliche Musik gewählt. Nicht mal irgendein Lied wurde gewählt. Während der gesamten Episode hört man nichts außer ein konstantes Schlagen auf die Pianotasten. Es war nicht der muntere alte Mickey, wie wir ihn lieben lernten. Mickey hatte nicht mehr getanzt, nicht mehr gelacht. Nur normal gelaufen. Als würdest du oder ich laufen. Mit einem normalen Gesichtsausdruck. Aber aus bestimmten Gründen war sein Kopf zur Seite geneigt. Und er hatte diesen bedrückenden Ausdruck. Vor etwa 1 bis 2 Jahren hatte jeder gedacht, dass danach in Schwarz ausgeblendet wird und der Clip vorbei wäre. Als Leonard Meltin die Episode begutachtete, um sie in die Complete Series aufzunehmen, entschied er, dass diese Episode zu schwach wäre, um sie auf die DVD zu packen. Aber er wollte eine digitale Kopie haben, da es immerhin eine Kreation von Walt Disney war. Als er die digitale Kopie bekam und sich die Files auf dem Computer ansah, bemerkte er etwas. Die Episode war eigentlich ganze 9 Minuten und 4 Sekunden lang, anstatt wie angenommen nur ein paar Minuten. Das ist die ungekürzte Mail, die mit meiner Quelle geschickt wurde. Er war ein persönlicher Assistent bei Disney und ein guter Bekannter von Mr. Maltin. Wenn die Folge schwarz ausblendet, bleibt sie nur so bis zur 6. Minute. Danach läuft Mickey wieder weiter. Aber diesmal war der Ton anders. Es war ein Gemurmel. Es war keine Sprache, eher ein glucksendes Geschrei. Als der Ton noch undeutlicher und lauter die nächsten Minuten wurden, begann das Bild an, verrückt zu spielen. Der Bürgersteig schlug eine Richtung ein, die eigentlich nicht möglich sein kann, in Bezug auf Mickeys Gang. Und der bedrückende Ausdruck der Maus kräuselt sich langsam zu einem Grinsen. In der 7. Minute entwickelte sich das Murmeln in ein entsetzliches Geschrei. Diese Art von Geschrei, das zu schmerzhaft ist, um überhaupt hinzuhören. Und das Bild wurde noch obskurer. Farben entstanden, was zu jener Zeit gar nicht möglich gewesen wäre. Mickys Gesicht begann nach unten zu fallen. Seine Augen rollten nach unten auf sein Kinn, wie 2 Murmeln in einem Fischglas. Als sein gekräuseltes Grinsen zur linken Seite des Gesichtes wanderte, die Gebäude wurden zu Bauruinen, mitten in der Luft hängend, und der Bürgersteig lief immer noch eine unmöglich zu begehbare Richtung. Etwas, was für den Mensch unvorstellbar ist. Mr. Maltin wurde unruhig und verließ den Raum, wobei er einen Mitarbeiter reingeschickt hat, der die Episode zu Ende schauen sollte und alles genau notieren sollte, was geschehen würde. Bis zur letzten Sekunde. Um dann sofort die Disk in den Safe wegzusperren. Das verzerrte Gekreische hielt noch 8 Minuten und ein paar Sekunden an. Dann wurde abrupt zu Mickys Gesicht geschnitten. Am Ende der Credits, was sich anhörte, als würde eine kaputte Musikbox im Hintergrund spielen. Dies geschah für etwa 30 Sekunden. Und was auch immer in den 30 Sekunden geschah, mir war es nicht möglich, Informationen darüber zu bekommen. Von einem Sicherheitsbeamten, der unter mir arbeitete und seine Runden drehte, erfuhr ich, dass der Mitarbeiter nach dem letzten Frame mit bleichem Gesicht aus dem Zimmer stolperte und 7-mal sagte: "Echtes Leid ist nicht bekannt", bevor er die Waffe des Sicherheitsbeamten zu sich nahm und sich selbst das Leben nahm. Das Einzige, was ich von Leonard Meltin rausfinden konnte, war, dass der letzte Frame der Episode einen russischen Text zeigte, in dem etwa stand: "Die Anblick der Hölle bringen die Zuschauer dorthin zurück." Soviel ich weiß, hat es niemand anderes gesehen, aber es gab schon Dutzende Versuche, die File von Mitarbeitern im Studio via RapidShare zu bekommen. Aber sollten die Gerüchte wahr sein, kursiert es online unter dem Titel suicidemouse.avi. Solltest du jemals eine Kopie des Filmes finden, bitte ich dich, sie niemals zu sehen und mich sofort zu kontaktieren, egal zu welcher Zeit. Wenn ein Disney-Tod so gut wie hier verschleiert wurde,
bedeutet das, dass etwas ganz Großes sein muss.